Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes 2. Ja, wir waren in der letzten Folge, ich will jetzt gar nicht runterscrollen, sonst komme ich gar nicht mehr dazu. Wie hieß sie denn? Frau Fanshawe, also Miss, also Sir Avery Fanshawes Frau. Der Geist ist manchmal sehr schwach. Nun gut, wir wollen jetzt ins Verteidigungsministerium. Okay, wir schauen uns das Ganze hier nochmal an. Da ist nichts weiter. Okay. Hier ist eine Lampe. Diese Öllampen taugen nicht als Beleuchtung für diesen Raum. Ihre spärliche Lichtausbeute verursacht erhebliche Belastung des Sehnervs und hält vom Lesen des Kleingedruckten ab. Genau aus dem Grund. Stabile, hüfthohe Regale dekorieren die Wand unter den Fensterbänken und neben einigen der Lesepulte. Warum kann man hier klettern? Ba, 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 ba. Okay. Von hier aus kann man sehen, dass die Fenster bündig in der Wand eingelassen sind. Dahinter fällt es steil und gerade weit nach unten zum Bürgersteig ab. Der Kohlenstaub, der sich an den Schlössern abgesetzt hat, ist nicht verwischt. Ein schlummernder Beamter versucht, eine kahle Stelle mit Stiefelwichse zu verstecken. Aha. Das Bleiglasfenster ist von außen unauffällig vergittert. Die Fensterrahmen sind von roten Samtvorhängen umgeben. Standardversion für Regierungsgebäude. Ah, wir analysieren gerade, ne? Das Fenster kann von dieser Stelle aus nicht geöffnet werden. Es könnte sich verzogen haben oder durch Farbe verklebt sein. Okay. Betrachte. Jedes Regal ist in einzelne Felder unterteilt, in denen dicke braune Umschläge liegen. Über jeden Umschlag verläuft ein roter Streifen, auf dem der Dokumentname und das Ablagedatum vermerkt ist. Die Information lässt darauf schließen, dass die Materialien nach Thema abgelegt werden. Keines der Ablagedaten stammt aus jüngerer Zeit. Okay. Das heißt, hier kann keiner. Was ist hier? Schreibtisch. Der Schreibtisch des Sicherheitsbeamten ist übervoll mit Stiften, Büchern, verschiedenfarbigen Bändchen, Streichhölzern, Tinte, Siegelwachs, dem britischen Staatssiegel mit dem aufgerichteten Löwen, zahllose Akten und vielleicht noch ein oder zwei Küchenspülen. Was? Ich guck mal hier bloß da in den kleinen Kram. Nee, hier ist nichts weiter. Beamter. Dieser Mann entspricht einem immer häufiger anzutreffenden Typus im öffentlichen Dienst, der Hauptschulversager. Er ist fleißig, aber nicht allzu schlau. Er trinkt zu viel und verbringt seine Zeit damit, in seinem Club eine Runde nach der anderen zu schmeißen, in dem vergeblichen Versuch, sich bei seinen älteren Kollegen einzuschleimen. Der Hauptschulversager, finde ich gut. Ich müsste mal kurz mit Mr. Whitney sprechen. Können Sie mir da helfen? Ich führe nicht für ihn Buch über seine Verabredungen, Mr. Holmes. Hier werden nur die Angelegenheiten der Königin bearbeitet. Sie können nicht bleiben. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte? Um Chairman Holmes willen verrate ich Ihnen, dass Whitney wahrscheinlich in seiner Badewanne plätschert. Und jetzt gehen Sie bitte. Dürfte ich mich hier mal umsehen? Auf gar keinen Fall. Gehen Sie oder ich erstatte Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Okay. Watson, was haben Sie dazu beizutragen? Wohl kaum der sicherste aller Räume, Watson. Die Türe ist nicht mal für einen schlechten Einbrecher eine Herausforderung. Jeder, der Zugang zu den Regalen hat, könnte ihren Inhalt stehlen. Ein Dokument nach dem anderen. Dieser Lesesaal wird nach dem Ehrenprinzip geführt, wie die Bibliothek in einem Gentleman's Club. Kein Wunder, dass die Sicherheit so lax ist. Können wir hier noch irgendetwas lernen, Watson? Über den beklagenswerten Zustand der britischen Sicherheit sicher. Über unseren Fall wohl nicht. Okay, das ist, denke ich mal, eindeutig. Wir können ja auch nichts. Nee, können wir nicht. Okay, dann gehen wir wieder. Da, da, ba, 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 ba. Ah, warte mal. Wir könnten mal wieder. Wie geht's es wieder zurück? Okay. Der ist ja gegangen vor drei, vier Folgen. Was ist mit unserem Freund Wiggins? Irgendwas zu berichten? Kein Wort, Sir. Nicht eine Spur von ihm. Tut mir leid, ist eine große Stadt. Wissen Sie sonst nicht noch irgendwas über ihn? Nein, aber ich kenne jemanden, der mehr weiß. Wer denn? Irgendwelche Empfehlungen, Watson?
Nichts Handfestes, Holmes. Tut mir leid. Trotz Ihrer Bemühungen habe ich nur wenig von dem verstanden, was ich gesehen und gehört habe. Aber Sie haben doch sicher einen Hinweis. Naja, Sie könnten sich selbst mehr in die Untersuchung vertiefen. Wenn es um die Aufklärung von Verbrechen geht, ist Ihr Verstand der beste. Ich glaube, Sie haben all Ihre Spuren noch längst nicht bis zum Ende verfolgt. Toller Hinweis. Ah, warte mal. Der Hinweis an Wiggins, er weiß vielleicht jemand, der einen kennt. Moment. Da ist er. Vorsicht. So. Und zwar, warte mal, geht das so? Dein Rat war unbezahlbar. Hemmings hat einem Allerweltsgesicht Individualität verliehen. Überrascht mich nicht. Er vollbringt Wunder. Okay. Warte mal, können wir das jetzt benutzen? Ups. Ja. Stimmt, der geht doch immer ein und aus in den Ministerien. Ah ja, der war unter meinen Kandidaten. Mhm. Der Bart ist neu, wahrscheinlich falsch. Er hat dunkles Haar. Du bewegst dich in einflussreichen Kreisen, Sherlock. Okay. Oberst Erich Möllendorf, auch bekannt als der Wachhund. Er ist natürlich Preuße. Die Verfärbung im Gesicht ist ein besonders scheußlicher Duellschmiss. Hier sieht man nur einen Teil der Narbe. Sie ist riesig und er trägt sie wie eine Zornesmaske. Was ist er? Der Hauptagent und Faktotum des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Von glühender Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber und immer darauf bedacht, dessen Ruf unter allen Umständen zu schützen. Ein eiskalter Zeitgenosse. Ich frage mich, was er wohl in London treibt. Nichts Gutes, das kann ich dir versichern. Ist er ein offizieller Agent des Deutschen Kaiserreiches? Nicht direkt, aber ich habe einen alten Freund eingeladen, der uns dazu mehr sagen kann. In Anbetracht deiner früheren Äußerungen und unseres gemeinsamen Verdachtes dachte ich, er könnte uns sehr helfen. Ist das ein Problem? Nee. Nein, ich bin dir dankbar dafür. Deine Diskretion und dein Urteilsvermögen in solchen Angelegenheiten stehen doch außer Frage. Carter, würden Sie bitte reinkommen? Wer ist er denn? Sherlock Holmes, Dr. Watson, Fairfax Carter, der Attaché im Innenministerium. Ah, ich glaube, der Name kommt mir bekannt vor. Guck mal, der hat so einen Backenbart, seht ihr das? Okay, schauen wir uns mal an. Wir haben ja gelernt, alles anschauen vorher, ne? Alles anfassen, schmecken, riechen, lecken. Die grauen Haare und Koteletten des Attachés umrahmen ein ansprechendes Gesicht. Der großzügige Mund und die erstaunlich hellen Augen passen zu seinem offenen Gesichtsausdruck. Dass Friedman für seine Bona Fides birgt, spricht für ihn. Ich habe Ihren Namen schon von Mycroft gehört, Sir. Friedman hat Sie informiert? Soweit er es konnte. Könnten Sie uns noch mehr Details mitteilen? Nein, Mycroft hat sich Geheimhaltung ausbedungen. Das werde ich respektieren. Es steht viel auf dem Spiel, vielleicht sogar die nationale Sicherheit. Wenn ich versage, werden Sie alles erfahren. Wenn ich Erfolg habe, werden Sie nie mehr erfahren, als Sie jetzt schon wissen. Können wir uns auf dieser Basis einigen? Ich habe noch ein paar andere Informationsquellen, wie Sie sicher wissen. Ihre Hingabe an die Sache Ihres Bruders ist bemerkenswert. Tja, ist halt der Bruder, ne? Sie haben gehört, was wir über Oberst Möllendorf gesagt haben? Ja. Wir müssen annehmen, dass dieser Preuße in eine Operation verstrickt ist, die sich gegen britische Interessen richtet. Ist es möglich, dass er mit dem Wissen und dem Segen des Kaisers und der kaiserlichen Regierung agiert? Ich glaube nicht. Ich hoffe inständig, dass dem nicht so ist. Er würde es nicht riskieren, er würde es nicht tun. Ihre Begründung? Der Kaiser versucht, die Machtbefugnisse und den Einfluss seines ärgsten Rivalen zu beschneiden, des Reichsmarschalls Otto von Bismarck. Bitte erläutern Sie das. Wilhelm zeigt überall in Europa seinen guten Willen und distanziert sich von der aggressiven Politik Bismarcks. Die Entdeckung eines solchen Planes würde seine Bemühungen zunichte machen, seine eigene Autorität auszubauen und den von Bismarck angerichteten Schaden zu reparieren. Außerdem ist er im Moment gut auf seine Mama zu sprechen, die Kaiserin Friederike, die den Kanzler verachtet. Schließlich und endlich würde er in dieser kritischen Phase niemals das Wohlwollen seiner Großmama, Queen Victoria und all seiner Vettern aufs Spiel setzen. Politik, ein dreckiges Geschäft. Wenn das keine offizielle Aktion war, was sind dann die Motive des Preußen? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich würde mal vermuten, dass er hier ist, um die Position des Kanzlers gegenüber dem deutschen Militär zu stärken und um seine Dominanz über den Kaiser wiederherzustellen. Ich verstehe. Möllendorf ist Bismarcks Geschöpf, kein Handlanger des Kaisers. Exakt. Okay. Können Sie mir helfen, zum Kaiser zu kommen?
Ich weiß, dass er in London ist. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Dem Kaiser ist, wie der Zufall so spielt, ihr Name und ihr Ruf bekannt. Aber das wäre eine strikt private Angelegenheit. Es darf keine Vermutungen geben, die Regierung habe offiziell etwas mit ihrer Untersuchung zu tun. Das ist zur Kenntnis genommen. Teilen Sie uns Zeit und Ort mit? Ich schicke Ihnen eine Nachricht nach Hause. Interessant. Also jetzt nimmt das Ding aber richtig Fahrt auf. Was für eine Art Mensch ist der Kaiser? Nicht brillant, aber aufmerksam und energisch. Hat die bedauernswerte Angewohnheit, von sich selbst in der dritten Person zu reden. Überzeugt, dass er zu einer auserwählten Schicht gehört, die von Gott für die Monarchenkrone auserwählt wurde. Ah, das Pity-Platsch. Und Bismarck möchte diesem Glauben eins auswischen. Korrekt. Als Junge ahmte er immer Bismarck nach. Jetzt erregt er das Missfallen seines Kanzlers, indem er Friedrich den Großen nachahmt. Letzten Endes halten wir ihn für weiser und fortschrittlicher als Bismarck. Die beiden werden mit Sicherheit mal aneinander geraten. Ne? Vielleicht ist das nach Ihrer Untersuchung jetzt schon passiert. Okay. Aber Fairfax ist doch ein cooler Name, oder? Also für dich jedenfalls. Ein faires Fax. Ein Faximili. So, komm. Okay, da ist nichts weiter. Dann hätten wir doch jetzt alles zusammen. Ich gehe mal nochmal zu Wiggins. Denn wir haben jetzt nähere Informationen, denn wir wissen, wie die Type heißt. Richtig? Richtig. So, Wiggins, jetzt aber. Wir haben mehr Informationen, wir können dich jetzt losschicken. Nee. Wiggins, ich möchte, dass du deine bemerkenswerte Beobachtungsgabe einsetzt. Zum üblichen Tarif? Natürlich. Wenn du irgendetwas Verdächtiges vor dem Hause 221b bemerkst oder irgendwas auf der Straße aufschnappst, berichte es mir. Meine Augen und Ohren gehören Ihnen, Mr. Holmes. Okay. So viel dazu. Haben wir noch irgendwas offen, wo wir irgendwo hingehen können oder so? Nee, ne? Das war Hemmings, genau, da waren wir schon, da wird sich nichts Neues ereignen. Schön, Sie zu sehen. Was gibt's? Oh, die Musik ist so schön. Gar nichts, Sips. Okay. Werkzeuge, hier gibt's bestimmt, nee, okay. Das Hospital, da waren wir schon lange nicht mehr. Da haben wir keinen Anhaltspunkt derzeitig. Hier ist so viel. So. Da haben wir noch die Badeanstalt. Die Mycroft. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre das hier. Vielleicht hat er jetzt Zeit. Oh, okay. Sind Sie bereit zu reden, Jenkins? Wenn Sie bereit sind für ein Spielchen, Mr. Holmes, lassen Sie uns anfangen. Ich habe nur das Zimmer bewundert. Ein schwacher Abglanz seiner früheren Größe. Nur ein paar schöne Dinge sind übrig geblieben. Okay. Wir haben aber alles schon... zieh auf. Oder nicht? Nee. Okay, dann rede ich mit ihm. Er lauert schon. Warum hat man einen Teil der Möbel so verkommen lassen? Geldmangel natürlich. Der Lebensstil des derzeitigen Lords hat uns verarmen lassen und unseren Ruf ruiniert. Es tut mir leid, Jenkins. Das muss eine harte Prüfung für Sie sein. Ja, spielen wir jetzt, oder?
Jenkins' Leidenschaft für das Billard scheint schon nicht mehr ganz unbedenklich zu sein. Er streichelt den Filz, als wäre er eine geliebte Katze, und seine Kleidung ist übersät mit Beweisen für seine Besessenheit. Er könnte sogar die Pflege des Hauses vernachlässigen, um seiner Sucht zu frönen. Warte mal, können wir hier vielleicht die... Nee, können wir nicht, okay. Upsala. So, Jenkins, komm. Ist das Lawtons Großvater da über dem Kamin? Sein Urgroßvater, der erste Earl, bekam den Titel nach Waterloo von Wellington selbst verliehen. Er sieht für mich eher wie ein Straßenräuber aus. Ein bisschen ungehobelt vielleicht. Segelte ein- oder zweimal hart am Wind, um die Wahrheit zu sagen. Verglichen mit seinen bleiernen Nachfahren war er aber reinstes Gold. Okay. Könnten Sie wohl andere Musik machen, Jenkins? Dieses Stück lenkt mich ab. Schlechte Leistungen brauchen immer einen Vorwand, Mr. Oh ja. Ja. Hä? Ach so, der stößt gerade. Der spielt ja nicht mal richtig hier. Können wir anfangen? Aus den Startlöchern rauskommen, wie man so sagt? Wollen Sie wirklich so dringend verlieren, Mr. Holmes? Eigentlich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, was ich über Pratts Tod weiß. Das hat Sie zur Türe reingebracht. Ich habe einfach nur Lust auf weitere Konversation mit Ihnen. Lust haben dürfen Sie, solange Sie wollen. Aber wenn Sie länger hier bleiben wollen, sollten Sie besser gut spielen. Oh, jetzt aber. Wir wollen keine Zeit mit Spielchen verschwenden, Jenkins. Wir haben etwas, was Sie wollen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber hier geht es nicht um Wissen, Geld oder eine flinke Zunge. Hier geht es um Billard. Können Sie spielen? Ich kenne das Diamantsystem. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Mein Preis ist eine faire Behandlung und ein offenes Gespräch. Und einmal umschauen im Haus. Abgemacht. Sie machen sich gerade beliebt. Ich akzeptiere. Jetzt zeigen Sie es mir, bitte. Okay. Also, Jenkins, ich gehe mal davon aus, dass Ihnen meine Vorführung gefallen hat. Sehr beeindruckend, Mr. Holmes. Ich weiß nicht, wo Sie das gelernt haben, aber man sagt ja, auch ein blindes Huhn finde mal ein Korn. Also, tun Sie Ihr Schlimmstes. Ich bin kein Zechpreller. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Schauen Sie sich alles an, was Sie wollen. Sie haben jetzt erstmal freie Hand hier. Wow. Sprach er und ging nach draußen. Okay, in der nächsten Folge sprechen wir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Firefox.